Matthias Maurer 2016, unterwegs in Norwegen. Hier gibt es Gestein, das dem auf dem Mond sehr ähnlich ist. In seiner Astronautenausbildung lernt er von Geologen, Gesteinsproben zu nehmen und zu analysieren. Als es eben den Stein aufgebrochen hatte, da hat es für mich so einen Moment kurz gerochen, wie in einer Metro, wenn die Metro bremst. Und dann riecht das auch so typisch immer so nach abgebrannten Bremsbelägen. Und das ist das, was die Astronauten beschreiben, so riecht der Weltraum. 50 Jahre, nachdem zum letzten Mal ein Mensch den Mond betreten hat, sind neue Mondmissionen geplant. Matthias Maurer wäre gern dabei. Ich will zum Mond, weil wir auf dem Mond noch sehr, sehr viel lernen können. Mein Umfeld hat anfangs ein bisschen skeptisch reagiert. Ich erinnere mich an meinen alten Chef der Firma, wo ich damals gearbeitet habe. Ich habe ein Zeugnis von ihm gebraucht. Und als ich gesagt habe, ich will Astronaut werden, ich brauche dieses Zeugnis, hat er gesagt, ich kann dir einen Tritt in den Arsch geben, dann bist du als Erster auf dem Mond. Jetzt fliegt er erstmal nur zur internationalen Raumstation ISS. Dafür hat der promovierte Materialwissenschaftler hart trainiert. 3 Jahre Astronautenausbildung. Weitere 2 Jahre bereitete er sich auf seine konkrete ISS-Mission vor. Das Überlebenstraining in Schweden war eine der größten Herausforderungen. Trainieren musste er auch das Überleben im Wasser, falls die Raumkapsel ins Meer fällt und nicht sofort gefunden wird. Die Ausbildung fand auf der ganzen Welt statt, gemeinsam mit chinesischen, russischen, amerikanischen und europäischen Raumfahrern. Ja, es gibt sehr viele intensive Einheiten. Das schwerste Training, denke ich mal, was vielleicht sowohl körperlich als auch mental das anstrengendste ist, das ist das Training unter Wasser. Wenn wir in dem schweren Raumanzug der NASA üben, wie wir einen Weltraum-Außenbordeinsatz durchführen. Das ist etwas, da muss man geistig 6 Stunden hochkonzentriert sein, aber auch körperlich sehr, sehr fit sein, weil die Arbeit in diesem Anzug sehr, sehr anstrengend ist. Die Astronauten und Astronautinnen müssen aber keine Spitzensportler sein. Viel wichtiger ist, dass sie teamfähig sind. Matthias Maurer muss ein halbes Jahr lang auf engstem Raum mit 6 anderen ISS-Bewohnern aus verschiedenen Nationen klarkommen. Privatsphäre gibt es fast keine. Den Dauerstress auf der ISS versucht der Missionsmanager der deutschen Astronauten, Volker Schmid, mit einem exakt geplanten, aber dennoch fast normalen Tagesablauf abzumildern. Also die kleinste Zeiteinheit sind so 5 Minuten. Das beginnt also mit dem morgendlichen Aufstehen, mit Körperhygiene. Dann gibt es ein Briefing, wo der Tag nochmal eingeteilt wird. Ja, und dann geht es bis zur Mittagspause, also nach dem Frühstück, dann bis zur Mittagspause wird gearbeitet. Und nachmittags genauso. In der Regel 8 Stunden, meistens ist mehr. Nach dem Abendessen steht Sport auf dem Programm. Jeden Tag 2 bis 3 Stunden. Das ist wichtig, damit der Körper in der Schwerelosigkeit nicht so viel Muskel- und Knochenmasse verliert. Die Astronauten führen dabei auch Untersuchungen an sich selbst durch. Andere Experimente untersuchen, wie Pflanzen in der Schwerelosigkeit wachsen. Eines Tages sollen sich Weltraumfahrer von ihnen ernähren. Matthias Maurer wird auch spezielle Metallplättchen testen. Ihre Oberflächen sind so bearbeitet, dass Bakterien keinen Halt finden. Das könnte auch auf der Erde nützlich sein, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Weit über 100 wissenschaftliche Experimente wird Matthias Maurer auf der ISS durchführen. Wegen der Corona-Pandemie konnte er weniger trainieren als die Astronauten früherer Missionen. Doch Volker Schmid macht sich wenig Sorgen. Ein Experiment kann fehlschlagen. Das ist in der Natur der Dinge. Das kann hier auf dem Erdboden auch passieren. Und es ist so, der Weltraum, vieles verhält sich einfach auch anders. Der Weltraum ist nicht kooperativ, sagt man so. Und da muss man neu nachdenken. Aber meistens geht's gut. Experimente lassen sich notfalls wiederholen. Doch bei Außeneinsätzen darf nichts schiefgehen. Sie gehören zu den gefährlichsten Momenten einer Mission. Die Astronauten müssen sich mit Seilen und Karabinern selbst sichern. Um von einer Stelle zur anderen zu kommen, müssen sie sich immer wieder aushaken. Solche Außeneinsätze können auch ungeplant nötig sein. So wie 2018, als in der russischen Sojus-Kapsel ein Loch war, das dringend geflickt werden musste. Doch Matthias Maurer hat davor keine Angst. Im Gegenteil. Man hat
den Weltraum vor Augen. Nur eine ganz kleine Plexiglasscheibe trennt mich von dem Weltraum, von dem Vakuum. Und das ist eigentlich ein unglaublicher Eindruck. Und ich hoffe, dass ich diese Gelegenheit auch haben werde. Trainiert hat er den Außeneinsatz jedenfalls gründlich. Matthias Maurer soll den neuen europäischen Roboterarm in Betrieb nehmen, der in Zukunft wissenschaftliche Experimente aus dem Inneren der ISS nach außen bringen soll. Einen Wunsch will sich Matthias Maurer gleich nach der Ankunft auf der ISS erfüllen. Das ist eigentlich der ganz, ganz große Traum, den ich habe. Hochzufliegen, mit der Dragon-Kapsel oben anzukommen und dann die nächsten 90 Minuten einfach nur in der Cupola zu verbringen. Die Cupola ist unser Weltraumfenster. Das ist der Lieblingsplatz der Astronauten, dort zu sein und dann wirklich in 90 Minuten einmal um die Welt zu fliegen und die Welt von oben zu genießen. Das ist so der Moment, da träume ich davon. Und jedes Mal, wenn ich nur darüber nachdenke, dann habe ich schon Gänsehaut. Seit er sich vor 13 Jahren für den Job als Astronaut beworben hat, freut sich Matthias Maurer auf diesen Moment. Und jetzt geht es endlich los.